Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mit der heutigen Beschlussfassung zum Urheberrecht wird für Schulen und Bibliotheken, für Forschungseinrichtungen und ganz besonders natürlich für die Hochschulen eine lange Zitterpartie zu Ende gehen, aber leider nur unter Vorbehalt. Diese Einrichtungen kämpfen seit langem damit, dass sie keine umfassenden und rechtssicheren Nutzungsregelungen für urheberrechtlich geschützte Werke haben, die den Bedingungen des digitalen Zeitalters gerecht werden. Seit Jahren diskutieren wir daher über die Einführung einer allgemeinen Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung hat keine solche allgemeine Schranke beinhaltet. Er enthielt aber immerhin deutliche Verbesserungen, sodass ich bei der Einbringung Ihres Gesetzes oder als Sie den Gesetzentwurf eingebracht haben, noch Zustimmung signalisiert habe, insbesondere auch mit Blick auf den Hochschulbereich, wo die Lösung ja drängt. Was halten wir für wichtig? Wir halten für wichtig eine allgemeine Öffnungsklausel im Entwurf, eine Regelung zum Verleih von E-Books, die Rücknahme der jetzt erst gesenkten Prozentgrenzen gegenüber dem Referentenentwurf und die langfristige Weiterentwicklung zu einer allgemeinen Bildungs- und Wissenschaftsschranke. Dazu haben wir Ihnen mit dem Entschließungsantrag auch weitergehende Vorschläge unterbreitet. Gerne hätten wir das auch im Entwurf selbst gesehen und wir hätten dann eben auch zugestimmt. Nun aber, es gibt keine echte Urheberrechtsdebatte im Bundestag, wenn wir es nicht massiv mit der Verlagslobby zu tun bekommen. Dass sie es geschafft hat, noch bei den Beratungen innerhalb der Bundesregierung die Grenze vieler erlaubter Nutzungen von 25% auf 15% zu drücken, das ist das eine. Offenbar war Ihnen das aber nicht genug. In den letzten Wochen haben wir eine Kampagne sondergleichen erlebt, dass Wissenschaftsverlage gegen jede noch so behutsame Ausweitung der Schrankenregelung Sturm laufen. Das ist nun für alle Beteiligten keine Neuigkeit. Aber nun haben wir es auch noch mit den Zeitungsverlagen zu tun bekommen, die nicht nur mit Zeitschriften, sondern eben auch mit Artikeln und großformatigen Anzeigen eine Bedrohung der Pressefreiheit in den letzten Wochen signalisiert haben. Insbesondere völlig absurd, was sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung hier geleistet hat. Da kann man nur von einer Desinformationskampagne sprechen. Da wurden Falschaussagen bezüglich der Regelungsinhalte getroffen. Da wurden Dinge, die seit Jahren geltendes Recht sind, zur existenziellen Bedrohung erklärt. Das ist völlig absurd. Und das von einer Zeitung, die für sich immer Qualitätsjournalismus in Anspruch nimmt. Zudem, obwohl nun auch die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker der Koalition es eigentlich besser wissen sollten, sind sie am Ende dann doch genau vor dieser Verlagslobby wieder eingeknickt, wie es damals eben auch beim Leistungsschutzrecht war. Herr Uhl hat das mal vor dem Bundesverfassungsgericht bezogen auf die Rolle der Abgeordneten so umschrieben: Man solle ihre Verantwortung und ihre Urteilsfähigkeit nicht unterschätzen. Das wäre jetzt mal ein guter Beitrag dazu gewesen. Ihre Änderungsanträge sehen einmal vor, dass die Artikel in Zeitungen und Zeitschriften gar nicht mehr unter die Schranken fallen sollen. Diese Regelung hatte der ursprüngliche Entwurf gar nicht angefasst. Jetzt also ein deutlicher Rückschritt. Wer also für den Schulunterricht oder für die wissenschaftliche Forschung auf Zeitungsartikel zurückgreifen will, fällt zukünftig in völlige Rechtsunsicherheit. Damit tun sich im Übrigen auch die Verlage keinen Gefallen. Aber das einzusehen ist Ihnen ja schon beim Leistungsschutzrecht bis heute misslungen. Und dann sieht der Entwurf jetzt eine Befristung der Schranken bis 2023 vor. Mit Befristungen haben wir im Urheberrecht doch eh schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um die Änderungen, über die wir heute reden, sondern aller Schranken für Bildung und Wissenschaft. Statt nun endlich wenigstens einen vorläufigen Schlussstrich unter dieses Thema zu ziehen, haben wir jetzt sozusagen, um es mal ein bisschen gewalttätig zu umschreiben, eine tickende Zeitbombe in diesem Gesetz. Wir werden in 5 Jahren wieder anfangen, über diese ganze Problematik zu diskutieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir beim Status quo bleiben oder ob wieder Verschlechterungen drohen. Etwas Mut, mehr Mut hätten Sie aufbringen können.
Also ist auch die von mir vorhin beschriebene Zitterpartie erstmal nur ausgesetzt. Ohnehin ist mir bis heute ziemlich unklar, was eigentlich den Hochschulen im kommenden Wintersemester droht. Wir haben das doch gerade erlebt, wie chaotisch die Zustände waren. Denn dieses Gesetz soll erst im März 2018 greifen. Was soll denn an den Hochschulen in der Zwischenzeit passieren? Die Vereinbarungen laufen doch im Oktober aus. Alles in allem, auch wenn manches besser wird, Herr Maas hat es ja durchaus zutreffend beschrieben, können wir angesichts dieser erheblichen Verschlechterung diesem Gesetz leider so nicht zustimmen. Danke. Vielen Dank, Frau Dr. Sitte. Als Nächste hat das Wort die Bundesministerin Dr. Johanna Wanka für die Bundesregierung.